Freunde, herzlich willkommen bei Hängehaft. Im Kanal ist ja nur mit Fahrradabenteuern und so weiter beschäftigt, aber mittlerweile auch ein bisschen mit Hund, wie ihr manchmal bestimmt verfolgen könnt. Ich habe ein Problem mit meinem Kanal. Ich habe es nicht, mich dazu überwinden, Entscheidungen zu treffen. Und zwar geht es um die Rubrik, ihr wisst, ich habe mehrere Rubriken, nämlich 3 Stück, aktuelle Radabenteuer, zweiten vergangene Abenteuer, Radabenteuer aus der Nostalgie-Ecke. Und drittens natürlich das Hörbuch. Und genau darum geht's. Liebe Leute, das Hörbuch, wenn ich das aus meinem Buch vorlese, über eine Radtour natürlich, jetzt im Augenblick aus Australien, Neuseeland, mit 4 Personen, ist super spannend. Ist alles aus meinem Buch, was ich selber verfasst habe. Zwar links, zwar rechts, keinen fallen lassen. 4 Stunden Arbeit für einen Film, Aufrufzahl nicht an die 100. Das ist mir zu knapp. Und nicht nur, dass die Aufrufzahlen sehr schwach sind, sag ich mal, obwohl es super spannend ist, sondern ich verliere phasenweise, wenn die Rubrik Hörbuch kommt, Abonnenten, mein Gott, jetzt habe ich es. Die warten natürlich auf irgendwelche tollen aktuellen Radreisevideos, kriegen sie auch geboten, abonnieren dann und hören dann plötzlich das Hörbuch. Das interessiert nicht unbedingt jeden. Das ist also eine ganz andere Gruppe an Menschen, die sowas hört. Ja, und dann schalten die ab, ne? Also deabonnieren. Und das finde ich schade. Und ich bin mittlerweile fast kurz vor dem Entschluss, obwohl das sau schade ist, diese Rubrik Hörbuch, die alle 2 Wochen erscheint, rauszunehmen. Tut mir irgendwie ein bisschen leid. Aber wenn dadurch der Kanal eher leidet, als dass es förderlich ist für den Kanal, dann sollte ich tatsächlich konsequent sein, auch wenn ich damit eigentlich mein Lieblingsprojekt, ja sogar mein Startprojekt mit diesem YouTube-Kanal, dann herausnehmen muss. Ich glaube, ich tue es. Was meint ihr?